Ja, ein wunderschöner spätsommerlicher Tag hier, genau 3 Monate vor Weihnachten. Aber unsere Saison ist noch nicht vorbei, Martin, und deine auch noch nicht. Du hast uns was ganz Feines mitgebracht, nämlich ein Fahrwerkstuning. Aber es wurde praktisch kein mechanisches Teil ersetzt. Worum handelt es sich hier? Also hier handelt es sich um das elektronisch nachrüstbare Fahrwerk von Öhlins für die Multistrada. Die Multistrada ist ja vor Haus aus schon mit einem elektronischen Fahrwerk ausgerüstet, das vom im Endeffekt manuell angesteuert werden kann über die Elektronik. Aber hier haben wir jetzt noch zusätzlich den Komfort mit dem Austausch dieser ECU, das Fahrwerk aktiv zu gestalten. Das heißt, je nach Fahrsituation stellt sich das Fahrwerk aktiv während der Fahrt nochmal ein und nochmal um. Wie lange dauert der Einbau des Systems und wie viel Zeit muss ich dann noch mit einrechnen, dass ich das auf meine Bedürfnisse abstimme? Der Einbau ist relativ schnell zu erledigen. Im Endeffekt braucht man nur dieses Gerät austauschen. Das ist eben die Steuereinheit für das elektronische Fahrwerk. Die sitzt auf der linken Seite bei der Multistrada. Man braucht dann für sich nur die 2 Sitze demontieren und das Seitenteil abnehmen. Was man allerdings aufpassen muss, also es reicht nicht nur das Austauschen, sondern man muss das auch richtig justieren, um es in den aktiven Modus zu versetzen. Ich habe im Nachhinein die Möglichkeit, nämlich den aktiven Modus zu fahren oder nach wie vor, wie das Originalteil, manuell einstellen zu können. Das heißt, ich habe beide Möglichkeiten auch im Nachhinein noch. Und um das aktiv gestalten zu können, muss man ein paar Settings im Display ändern, damit dieses System auch aktiviert wird. Jetzt gibt es immer wieder kritische Stimmen, die behaupten, die Elektronik entmündigt den Menschen und zerstört nicht nur den Motorradsport, sondern das Motorradfahren an sich. Bist du derselben Meinung oder gibt es für dich auch eine Grenze, wo du sagst, das steuere ich auch in Zukunft lieber selbst? Naja, ich sage mal so, wie wir es hier haben, ein Anwendungsfall für den normalen Straßenfahrer, ist es meiner Meinung nach eine sehr gute Sache, weil die wenigsten wollen sich damit intensiv auseinandersetzen mit einem Fahrwerk und permanent den Gegebenheiten nachregulieren. Da bietet es natürlich einen sehr hohen Komfort, wenn man die Möglichkeit hat, das sich automatisch auf die jeweilige Fahrsituation einstellen zu lassen. Es sind hier sehr durchdachte Algorithmen hinterlegt. Die ECU betrachtet den Fahrzustand, sieht die Geschwindigkeit, die Drosselklappenstellung und je nachdem kalibriert das System automatisch die Dämpfungen vom Federbein und von der Gabel. Und das macht es natürlich sehr komfortabel, weil ich habe auf einer Seite den vollen Fahrkomfort, aber wenn es darauf ankommt, beim harten Bremsen oder beim schnellen Beschleunigen, habe ich sofort eine straffe Dämpfung, die mir Rückmeldung gibt und Sicherheit gibt. Und dazu brauche ich aber nichts verstellen. Ansonsten müsst ihr immer einen Schraubenzieher mit haben und permanent rumstellen. Und ich glaube, solange es in diesen Bereichen bleibt, macht es wirklich viel Sinn. Und wie wir gerade gemerkt haben, der Unterschied von vorher zu nachher ist wirklich groß. Ich durfte auch mit diesem übrigens privaten Kundenfahrzeug fahren. Die Reifen, wie man sieht, sind schwer abgenudelt. Und der Grip ist jetzt Ende September auch nicht mehr optimal. Aber das Fahrzeug war wirklich, also das, vor allem das Fahrwerk fühlte sich an wie ausgewechselt. Es war plötzlich irrsinnig transparent. Erster Testlauf, noch einige Rutscher, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und im zweiten habe ich mich einfach sehr sicher gefühlt und war natürlich um nichts langsamer. Wie geht es mit diesem System weiter? Wird das dann für weitere Modelle angeboten? Ist das vielleicht auch einmal für günstigere Fahrzeuge verfügbar? Also natürlich, die Hersteller versuchen ja schon von Haus aus immer mehr Elektronik auch am Fahrwerkssektor in die Motorräder zu verbauen. Deshalb wird es in Zukunft hier deutlich mehr Möglichkeiten geben. Was man allerdings dazu sagen muss, nur die Elektronik selber hilft einem jetzt nicht über ein Fahrwerk, das von Haus aus mechanisch nicht auf einem Top-Level arbeitet. Weil auch die Elektronik kann nichts anderes als die Versteller in bestimmte Positionen verstellen. Wenn die Basis aber innen nicht stimmt, nutzt einem das auch nichts. Das heißt, die Elektronik ist einerseits immer nur der halbe Weg zu einem guten Fahrwerk, so wie wir es bei der Multistrada haben, die von Haus aus mit einem sehr guten Fahrwerk bestückt ist, hilft es natürlich sehr, sehr stark. Aber der Weg ist natürlich bei allen Herstellern Richtung elektronischen Fahrwerken, wird wahrscheinlich bei den günstigeren Modellen nicht so oft zur Anwendung kommen, weil das natürlich auch einen gewissen Invest für die Herstellung beansprucht und dadurch das Fahrzeug teurer machen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es für die einfacheren Modelle eventuell als Option in Zukunft angeboten wird. Der Besitzer des Fahrzeugs entspricht jetzt nicht ganz der Norm, also er ist nicht 1,80 m, sondern ich glaube 2,10 m und hat 110 Kilo. Stößt er mit dem Fahrwerk an seine Grenzen und hat er noch Möglichkeiten, das zu optimieren? Ja, also wir haben da einen sehr großen Schritt schon gemacht bereits mit den anderen Einstellungen über die Elektronik. Wir haben aber trotzdem die Möglichkeit,
die Innereien sozusagen, besonders bei der Gabel, nochmal anzupassen mit dementsprechenden Gabelfedern und dementsprechenden Setting, um die Dämpfung auch von der Basis anzupassen. Auf das baut natürlich die Elektronik dann auch wieder auf. Wie wir vorher schon gesagt haben, die Elektronik kann nur das herausholen am Fahrwerk, was die Basis an und für sich zur Verfügung stellt. Und die Basis können wir im Endeffekt dann nochmal nachlegen mit einem zusätzlichen Umbau der Innereien. Und dann hat man natürlich eine komplett perfekte Lösung, die für im Endeffekt für jeden Einsatzzweck dann auch geeignet ist. Okay, wie sieht es jetzt aus? Ich bin jetzt Ducati 1200S-Kunde. Wie komme ich jetzt dazu? Ich sehe da zum Beispiel Ducati Leeds Pickerl und ich sehe einen Martin Bauer Pickerl. Wo bekomme ich das System? Ja, also im Endeffekt bekommt man das eben, wie es du schon richtig gesagt hast, über die Firma Leeds oder direkt über uns, eben bei Bike Performance. Wir haben gemeinsam im Endeffekt begonnen, das auch richtig einzustellen und zu kalibrieren. Also jeder, der da Interesse hat und das fachmännisch verbaut haben möchte und auch richtig eingestellt haben möchte, ist bei der Firma Leeds oder bei uns in guten Händen.